Hey Leute, ich bin's wieder, Random Summer Johnson. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach auf der Website Teespring, dann noch auf Englisch ist, euren eigenen Merch erstellen könnt und dann bestellen könnt und dann selbst kaufen oder verkaufen könnt. Ich suche jetzt mal was. Was in der Liste auch so findest. Backpack, habt ihr gesehen? Und sonst, wenn man scrollt, ist, sieht man es dann auch. Hier ist im Schnelllauf, jetzt im langsamen Lauf, damit es da besser seht. T-Shirt, Oberteil, Unterteile, Hosen, Elektrozeugtaschen, Kissen, Leggings, Socken, Hüte, Rucksäcke, Handyhüllen, Hüte, Tempapier, Kissen. Kaffeebecher, Thermoskanne, Elektrosachen, alltägliche Sachen halt, die jeder hat. Socken, Hoodies, T-Shirts, all das. Dann gehe ich jetzt mal hier drauf, auf das T-Shirt hier, gehe auf Image. Ja, das Foto. Füge es ein, gebe noch einen Text ein. Vielleicht einen alten Text und füge einen neuen Text ein. Hier. Drago, aber zwar ist Dragon. Ja, man kann das halt einstellen, wie man es haben will. Das gleiche gilt auch für den Text, also die Größe. Ich gebe es mal eine Farbe ein. Yep, hier. Preise kann man auch ändern. Das tue ich jetzt mal. Ja. Dann gehe ich jetzt auf Continue. Und das ist halt der Merch hier, wie ihr seht. Gehe ich nochmal auf Continue. Gebe den Kram noch einen Namen ein. Und gebe der Beschreibung halt auch noch was ein. Auch einen Namen. Also bei Name, Merch, bei Beschreibung, Dissing. Das ist halt die URL. Public, der Shop, der Name meiner, ja. Dann noch Publish Listing. Dann ladet das, dann geht ihr auf Continue und geht ihr auf Share URL. Dann öffnet ihr das neue Tab und fügt da also einen Link von vorher ein. Lasst ihn dann suchen. Lässt ihn dann finden, dann seht ihr diesen Preis, den ich vorher geändert habe. Wenn ich nicht, dann wäre der Preis dastehen, der schon da stand. Sogar bevor ich aufgetaucht bin. Als ich aufgetaucht bin, stand er da schon da. Hier in Gelb, hier im Nasum. Und hier die Rückseite, aber jetzt geht es um die Vorderseite. Yep. Mal die Rückseite. Ja, dann passt es halt. Hier S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Hier die Anzahl, wie viel man haben kann. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus 10. Dies wieder zurück auf 1. Ja. Und hier noch ein anderer Merch. Und hier das alles. Dann geht ihr auf Add to Cart. Dann geht ihr auf Process to Checkout. Bin gleich wieder da. Ich bin wieder da. Und dann werdet ihr auf die Seite hinzugewiesen automatisch.
nachdem ich es halt gemacht habe, dann ist halt so automatisch. Dann habt ihr in dieser Minute Zeit, dann halt ihre ganzen Daten hier richtig auszufüllen, die auch wirklich echt sind. Ihr könnt sogar Hälfte von deiner Minute schaffen, eure Daten aufzufüllen, einzufüllen. Sogar Hälfte von der Hälfte von der Minute könnt ihr eure Daten einfüllen, ausfüllen. Ja. Sogar von der Hälfte von der Hälfte von der Hälfte der Minute könnt ihr eure Daten ausfüllen. Dann bleiben mir 39 Sekunden übrig. Und ich habe sogar in 10 Sekunden, wenn man richtig schnell ist. Und hier, das ist auch das alles. Andernfalls könnt ihr auch Promocode einfügen, also Gutscheincode halt. Dann müsst ihr jetzt alles akzeptieren und auf Zahlungsbestätigen klicken. Ja, ich mache das ganz schnell. Ich will ja nicht, dass ihr meine Daten seht. Deswegen öffne ich jetzt einen neuen Tab und gehe dann auf Pause und sehen uns gleich wieder, wenn ich es gemacht habe. Ich bin wieder da. Jetzt bin ich auf meiner Hauptseite angekommen. Was ich vergessen habe, euch zu sagen, ihr müsst euch ganz mal anmelden, aber das geht ja ganz mal hin. Ne? Also zuerst muss ich euch anmelden, danach diese restlichen Sachen tun, die ich halt in diesem Video gezeigt habe. Die auch tatsächlich genauso tun müsst. Nicht haargenau, sondern fast genauso. Aber am meisten genauso. Nur haargenauso. Fast genauso. Fast haargenau. Ja. Den ganzen Kram hier. Na, ich bin auch hiermit fertig. Und das war's mit dem Video. Dann kommt der Merch, den ich bestellt habe, ein paar Tagen. Dann zeige ich euch, dass es auch wirklich funktioniert hat. Also, ciao. Ja.